Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 28. Mai 2021. Entspannung im Klinikum Niederlausitz. Aufgrund der sinkenden Inzidenz und der niedrigen Zahl an Covid-19-Patienten sind in beiden Krankenhäusern wieder Besuche möglich. Patienten in Senftenberg und Lauchhammer können von diesem Samstag an von einer Person pro Tag besucht werden. Möglich ist dies in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Besucher müssen symptomfrei sein und entweder nachweislich vollständig geimpft oder von Covid-19 genesen oder in den letzten 48 Stunden negativ auf SARS-CoV-2 getestet sein. Zudem gilt in beiden Häusern eine FFP2-Maskenpflicht. Seit wenigen Tagen hat Ruhland einen eigenen Trinkwasserbrunnen. Eingeweiht wurde er im Rahmen eines Pfingstgottesdienstes auf dem Marktplatz. Einen Trinkwasserbrunnen auf dem Marktplatz, das gibt es seit Pfingstmontag in Ruhland. Geboren wurde die Idee dazu von Barbara Seidel-Lampa. Später gaben auch die Stadtverordneten grünes Licht. Umgesetzt wurde das Projekt mit Unterstützung des Wasserverbandes Lausitz. In Senftenberg gibt es schon zwei, natürlich am Wasserwerk in Lauchhammer in Grünewalde. Ja, und die Nummer 5 ist jetzt hier heute in Ruhland dann offiziell eingeweiht worden. Und wie das mit den meisten Dingen ist, muss Menschen geben, die sich dafür einsetzen. Und das haben wir ja heute auch gehört, an Jahren nicht mehr ganz junge, aber doch erstmals in der Stadtverordnetenversammlung vertretene junge Frau hat sich massiv dafür eingesetzt, dass dieser Brunnen hier nach Ruhland gekommen ist. Und solche Leidenschaft muss auch mal irgendwo dann eine Erfüllung erfahren. Gestaltet wurde der neue Brunnen in der Trinkbrunnenmanufaktur Harp aus Rothenburg in der Oberlausitz. Nach umfangreichen Bauarbeiten gibt es in der Kita Seesternchen in Senftenberg jetzt mehr Kita-Plätze. Seit Sommer 2020 waren dort neue Kapazitäten für die Kinderbetreuung geschaffen worden. Gleichzeitig wurden umfangreiche Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten erledigt. Auch der gesamte Außenbereich der Kita wurde neu gestaltet. Künftig können bis rund 160 Kinder betreut werden. Aktuell sind es noch knapp 110. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 1,9 Millionen Euro. Saisonstart in Lauchhammer. In dieser Woche haben die Freunde der Parkeisenbahn ihren Fahrplan für dieses Jahr vorgestellt. Ein wenig Geduld ist dennoch gefragt. Am 30. Juni wird die Parkeisenbahn im Schlosspark Lauchhammer West ihre ersten offiziellen Runden des Jahres drehen. Bis Dezember stehen dann alles in allem 10 Termine im Kalender. Während der Sommerferien ist die Parkbahn an jedem Mittwoch unterwegs, immer von 14 bis 17 Uhr. Weitere Fahrten gibt es zum Weltkindertag am 20. September und am Tag der Deutschen Einheit. Im Rahmen des Drachenfestes am 16. Oktober sind die Freunde der Parkeisenbahn beinahe ganztägig unterwegs. Saisonabschluss ist dann die Nikolausfahrt am 6. Dezember. Großrieschen hat seinen Quartierstreff im Sportgebäude an der Kransdorfer Straße übergeben. Dort entstanden ein Mehrzweckraum, Büros und eine Bürgerküche. Eine Eröffnung mit Bürgerfest sei momentan nicht möglich, so Bürgermeister Thomas Zenker. Interessenten können sich jedoch bei Quartiersmanagerin Katrin Krüger durch das Gebäude führen lassen. Genutzt werden könne der Treff unter anderem von Vereinen und Interessengemeinschaft für Weiterbildung und gemeinsame Treffen. Investiert wurden ca. 580.000 Euro und 460.000 Euro davon sind Fördermittel. Weitere Meldungen, die gibt es jetzt in unseren Kurznachrichten. Das Hometown Festival am Kutschenberg bei Großkmehlen findet in diesem Jahr statt. Vom 24. bis 27. Juni sind zwei Programmtage geplant mit zwei Bühnen. Weitere Details zum Programm und den Campingmöglichkeiten und Ticketverkauf finden Sie unter hometownfestival.de. Der sogenannte rostige Nagel am Sedlitzer See öffnet wieder für Besucher. Nach Graffiti-Schmierereien im März wurde der Turm jetzt gereinigt. Damit sei er auch optisch wieder ein Highlight für Gäste und Einwohner, so Detlef Wurzler vom Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg. In Lieske wird die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt im Zuge der B156 erneuert. Gleichzeitig will die WRL-Betriebsführungsgesellschaft Teile des Trinkwassernetzes erneuern. Seit Dienstag ist die Ortsdurchfahrt Lieske deshalb voll gesperrt. Der Parkplatz am Sedlitzer See bleibt von der B169 aus erreichbar.
Nach der Sperrung der B169 bei Sedlitz stehen die künftigen Ausweichstrecken fest. Sie sollen voraussichtlich Ende Juni freigegeben werden. Der Verkehr aus Senftenberg soll über die Spremberger Straße und Reppis nach Sedlitz erfolgen. In der Gegenrichtung werde es eine Umfahrung der Baustelle geben über einen Wirtschaftsweg. Für beide Umfahrungen gebe es Ausnahmeregelungen für Sedlitzerinnen und Sedlitzer. Aktuell sei diese Privatstraße noch gesperrt und nur für Rettungs- und Pflegedienste befahrbar, schreibt die Stadt. Und das waren die Nachrichten. Hier geht es weiter mit dem Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. An diesem Sonnabend ist es leicht bewölkt. Am Mittag sind leichte Regenfälle möglich und die Tagestemperaturen erreichen 17 Grad. Sonntag ist es weitestgehend sonnig. Es bleibt trocken und die Werte steigen bis 18 Grad. Auch der Montag zeigt sich von seiner besten Seite. Regen ist nicht in Sicht bei maximal 19 Grad.